Wie stellt man einen Stammbaum her? Dafür brauchst du Kartonpapier, braunes und grünes Krepppapier, eine Schere, Klebstoff, einen Bleistift, einen schwarzen Filzstift und ein weißes Blatt. Nimm zuerst das große Kartonpapier, dann Schere und braunes Krepppapier. Schneide ein großes Rechteck aus. Falte es der Länge nach in der Hälfte. Dann gleich nochmal. Falte es mehrere Male in der Breite, damit es aussieht wie ein Baumstamm. Jetzt nimmst du Klebstoff. Befestige den Baumstamm unten auf dem Kartonpapier. Wiederhole dasselbe für zwei Äste. Klebe sie anschließend an den Baumstamm. Das sieht dann aus wie der Buchstabe Y. Wiederhole das Gleiche, um vier Zweige zu erhalten. Klebe diese im Anschluss an die Enden der ersten beiden Äste. Hast du das? Zeichne daraufhin mit dem Filzstift den Umriss des Blattwerks des Baums. Jetzt nimmst du grünes Krepppapier und Schere zur Hand. Schneide danach Blätter aus. Klebe sie innerhalb der von dir gezeichneten Kontur des Blattwerks. Und damit ist dein Baum auch schon fertig. Nimm jetzt ein weißes Blatt und einen Bleistift. Zeichne einen Kreis. Schneide den Kreis jetzt aus. Mach das noch sechsmal, damit du insgesamt sieben Kreise hast. Zeichne auf den ersten Kreis dein Gesicht und schreibe deinen Namen dazu. Wiederhole dasselbe mit den Gesichtern und Namen von Papa, Mama, deinen beiden Opas und Omas. Klebe dein Gesicht auf die erste Abzweigung des Baums. Das Gesicht deines Vaters klebst du auf die Abzweigung darüber. Wiederhole das Gleiche mit dem Gesicht deiner Mutter auf der anderen Seite. Und zu guter Letzt nochmal dasselbe mit deinen Großeltern mütterlicher und väterlicherseits. Damit ist dein Stammbaum fertig. Das hast du richtig gut gemacht.